Auf unserer heutigen Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis möchten wir Ihnen die katholische Kirche St. Johannes der Täufer in St. Goarshausen näher vorstellen. Das beeindruckende Gotteshaus wurde in den Jahren 1923 bis 1925 unter großer finanzieller Belastung der Gemeinde erbaut. Am 20. September 1925 wurde die Kirche vom Limburger Bischof Kilian eingeweiht. Die Gemeinde war dankbar, endlich eine würdige Kirche als ihr eigen nennen zu dürfen. Erwähnenswert ist an der Kirche St. Johannes der Täufer auch das Deckengemälde, das die Verklärung Jesu zeigt, wie sie im Neuen Testament beschrieben ist. Die beiden Propheten Mose und Elia. Die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes sind dargestellt und in der Mitte der durch die Sonne verklärte Jesus. Dieses beeindruckende Deckengemälde wurde im Jahr 1941 in 6 Wochen von einem Künstler aus Frankfurt am Main gemalt. Im Dezember 1999 konnte eine grundlegende Innenrenovierung abgeschlossen werden. Neben einem neuen Fußboden bekam der Innenraum erstmals eine farbige Gestaltung. Der Haupteingang wurde ganz neu unbehindertengerecht angelegt. Mit dem neuen Zelebrationsaltar, den der Koblenzer Künstler Welling im Jahr 2003 gestaltete, wurden die Arbeiten vollendet. Lassen Sie doch auch einfach mal alle Sorgen und Nöten hinter sich und verweilen Sie einen Augenblick in der Kirche St. Johannes der Täufer in St. Goarshausen. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Die Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.